Wir sind hier in Willingen am Edelsberg und ja, wir werden heute für Pia ihr erstes EDC-Rennen, das European Downhill Cup, filmen und fotografieren mit Walkie-Talkies. Und ich gehe mal über die Absperrung. Ja. Pass, Junge, pass! Ganz weit nach außen kommst, so hast du eine Chance. Dann kannst du schön ausholen, ne? Ja! Das ist einfach. Es ist irgendwie gerade echt noch Glückssache, ob ich die Linie treffe oder nicht, weil du kommst oben an und dann kannst du dich ganz kurz entscheiden, rechts oder links. Und ich wusste gerade noch nicht so ganz, ich wollte rechts fahren. Aber es hat funktioniert. Papier gekettet! Weiter, weiter! Es wird klar, warum wir die beiden sollten von der Zwischenzeit hier eigentlich nichts ausmachen. Also, völlig 13. Abstand in der Zwischenzeit unterwegs. Wir schauen weiter. Skriptnik, zwei Plätzchen, zwei Einheiten. Über 10 Sekunden rausgeholt. Skriptnik. Oh Gott. Alexandra. Geil. Die Schweizerin ist die nächste. Aber ich war in dem einen Stück ein bisschen vorsichtig. Bei der dicken Wurzel. Weil da kurz meine Kraft weg war. Und dann habe ich einfach nochmal so. Und weiter. Und dann auch in der Mitte und so. Und oh. An den Wurzeln war das wohl knapp. Bei der Wiese, weißt du, wenn du da in das. Ich bin auch oben lang gefahren. Ich hab die Linie getroffen. Geil, war ich dann so zufrieden. Richtig gut. Oh. Ich bin so froh. Herr Miller, Nummer, die hier, Sarah wird noch vom Hotseat vertreiben können, aber es ist mindestens Platz 3 für die Deutsche. Wer wird sich für den Sieg holen? 2,27 am langen Table da oben, das wird eine ganz enge Kiste.